Einen wunderschönen Montagmorgen. Ich war letzten Freitag auf einer Hochzeit, einer gleichgeschlechtlichen Hochzeit von Freunden von mir. Die haben vor 10 Jahren schon in Holland geheiratet, da war das ja erlaubt. Und das haben sie jetzt eben nochmal in Deutschland gemacht. War eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Sicherheitsabstand, alles draußen, Maskenpflicht etc. pp. Wurde sehr drauf gehalten. Ich musste nur leider schon um 10 Uhr gehen, weil wie gesagt, ich drehe ja jetzt bald und da muss ich mich ein bisschen vorbereiten und deswegen bin ich sehr früh gegangen. Und der Parkplatz war ein bisschen weiter weg und das fand auf so einem Klinikgelände statt. Da so ein sehr schönes Schlösschen, was die gemietet hatten. Und da ja, kommen eben auch Leute aus der ganzen Welt, um sich da wieder auf die Beine stellen zu lassen, in der Reha-Klinik. Auf jeden Fall, ich bin zurück zum Parkplatz. Da war ja schon 10:30 oder was. Und es war sehr dunkel. Und ich versuche, mein Auto aufzusperren und stelle fest, da geht nichts. Ich habe gedacht, mein Schwein pfeift. Ich hatte eine relativ weite Nachhausefahrt um den See rum, was genau auf der anderen Seite war. Und dann habe ich also immer versucht und versucht. Es ging nichts. Ich habe gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Unsere Autos stehen natürlich teilweise sehr lange. Und dann habe ich gedacht, die Batterie ist jetzt leer. Und man kommt ja in diese neumodischen Autos wirklich nur mit diesem Drückerschlüssel rein. Also es geht ja alles gar nicht. Ich hatte mein Auto, da konnte man dann wenigstens so unten drunter dann irgendwie noch einen kleinen Hebel ziehen. Aber da ging gar nichts bei dem. Ich war wirklich verzweifelt. Und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich dann leicht überreagiere, um es mal höflich auszudrücken. Also Rumpelstilzchen hätte bei mir noch in die Leere gehen können, wie ich um dieses Auto rumgesprungen bin und den Hersteller verflucht habe und weiß der Geier was. Und dann tippte ein Mann mir auf die Schulter und sagt, haben Sie ein Problem? Ich sage, ja, allerdings, ich komme nicht in das Auto rein. Sagt er, soll ich einen ADAC rufen? Ich sage, nein. Und dann kamen Freunde von mir und dann habe ich gefragt, ob die mich nach Hause fahren könnten, weil da habe ich einen Zweitschlüssel. Und für die ein irrer Umweg, aber die waren super nett. Ja klar, komm, wir fahren dich. Und also wir sitzen da im Auto, der andere Herr war auch sehr nett. Und ich muss dazu sagen, dass an meinem Auto so ein Zettel klebte, wir kaufen ihr Auto. Was ich ja schon immer grenzwertig finde. Auf jeden Fall fahren wir gerade so aus dem Parkplatz raus um die Ecke und ich drehe noch mal mich zurück und sehe plötzlich wieder zwei junge Männer an meinem Auto rumfummeln. Da ich gesagt, haltet sofort an. Bin ich aus dem Auto rausgesprungen und bin dahin gerannt. Zwei sehr südländische junge Männer. Südländisch sage ich jetzt nur, weil bei mir hat es so klick-klick gemacht. In dieser Klinik gibt es ganz viele Araber und ich weiß nicht, was ich. Ja, ich habe vielleicht blöde reagiert, ich gebe es ja zu. Und ich bin auf jeden Fall auf die zugerauscht, auf Englisch, habe ich dann die angebrüllt, What are you doing with my car? Und bla bla bla. Und der eine schaute mich so an, hatte so einen schwarzen Bart, eine Brille, längere Haare. Und dann sagt er plötzlich zu mir, Alter, hast du ein Problem oder was? Ich dachte, ups. Sagt er, was führst denn die hier so auf? Ich sage, hier steht's mein Auto. Sagt er, dein Auto. Hast du Tomaten auf den Augen oder was? Das ist unser Auto. Hast du ein Problem? Habe ich gesagt, na, das ist mein Auto. Ich sagte, jetzt spinn die da aus. Wir wissen doch, dass das unser Auto ist. Wir haben einen Schlüssel und alles. Dann gucke ich mir das genauer an. Ich denke, ach du Scheiße. Ich habe eine Starnberger Nummer, die hat eine Münchner Nummer. Meins ist dunkelbraun, das war dunkelblau. Das Einzige, noch nicht mal dasselbe Fabrikat. Noch nicht mal das. Aber ein Cabriolet. Das Schlimme ist, ich hatte keinen Tropfen getrunken. Das Ganze passierte im völlig nüchternen Zustand. Meine Freunde haben sowas von gelacht und haben gesagt, du warst der absolute Höhepunkt dieser Hochzeit. Ich habe mich ja sowas von geschämt, aber die beiden waren entzückend. Hab ich gesagt, wo ist mein Auto? Wo ist dann mein Auto? Hab ich gesagt, ja, drück heute noch einmal. Und dann habe ich also wieder gedrückt und 5 Autos weiter, da ging plötzlich so ein Licht an. Ah, da stand meiner. Ich war ja so glücklich. Ja, aber das war ja nicht das Einzige. Also ich hatte da an diesem Tag wirklich einen, ich weiß auch nicht, irgendwas, wie nennt man das, Blackout. Es wurde ja vorher ein Drink serviert, alle natürlich mit Maske. Ja, man sollte seine Maske vorher abnehmen, bevor man irgendetwas trinkt. Ich hatte ein weißes Hemd an. Halleluja. Danach nicht mehr. Musste ich mich umziehen. Ich hatte Gott sei Dank was dabei. Man glaubt es ja nicht. So ist mir die Maske schon ein Freund geworden, dass ich die noch nicht mal mehr beim Trinken abziehe.